Hallo da draußen, mein Name ist Kerge und wir sind mal wieder unterwegs in Minecraft, wo wir am Ende der letzten Folge vor diesem komplett zugewebten Gang hier standen. Hier drüben ist absolute Düsternis, noch mehr Spinnenweben. Und ich hoffe wirklich, dass wir hier jetzt irgendetwas Tolles entdecken. Okay, hier ist einiger Krempel, den ich mitnehmen kann. Pumpkins haben wir. Brauche ich also nicht Name Tag. Das ist cool, das finde ich super. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hasse Höhlenspinnen, ich hasse Höhlenspinnen, ich hasse Höhlenspinnen, ich hasse Höhlenspinnen, ich hasse Höhlenspinnen. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Höhlenspinnen hasse? Aber ja, wir haben hier auf jeden Fall etwas entdeckt. Ja, das haben wir wohl. Scheiße. Und das Ding ist jetzt, ich freue mich darüber und ich freue mich nicht darüber. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen nachfühlen, was ich damit meine. Tja. Jetzt erstmal wieder freigraben. Und dann, weil wir die auch gerade durchgescheucht sind. Der Verlangsamungseffekt, der dem Spieler so zu schaffen macht, der scheint die Spinnen überhaupt nicht zu bocken, wa? Hier mit Silk Touch durchrennen und die ganzen Spinnweben mitnehmen. Das wäre schon cool. Andererseits haben wir jetzt so viele Strings, dass wir Bögen für ein ganzes Leben machen können. Nein, nein. Abgeblockt. So. Das Schwert macht noch ein bisschen. Was haben wir denn da drauf? Schaden? Jawohl, Schaden. Na komm schon. Habe ich das Viech gerade erst angegriffen und es dann hier durchgeklettert? Na danke auch. Natürlich bin ich jetzt erstmal wieder vergiftet, klar. Warum auch nicht? Ich sollte ein Schild viel mehr nutzen, ne? Das würde wahrscheinlich helfen. Hier sprengt jemand. Ah, hier Gewitter. Da vorne ist der Spawner, da gucke ich drauf. Wenn ich es also schaffe, den jetzt einigermaßen auszuleuchten. Ich habe dich doch genau gesehen, du Mistviech. Jawohl. Das Wetter da draußen passt so ein bisschen zu meiner Stimmung hier drin. Sagen wir es mal so. Da noch ein bisschen mehr Licht hin. Mein Gott, wie viele Viecher ich höre, als würden die alle hier irgendwo oben drüber hängen. Ich meine, ganz ehrlich, mit den Höhlenspielen habe ich ja schon meine Erfahrungen gemacht. Hier unten am Arsch der Welt möchte ich jetzt eigentlich nicht verrecken. Und meine ganzen Gegenstände verlieren. Ja, da wäre mir nicht dran gelegen. Aber überhaupt nicht. Also vielleicht von da oben her noch so ein bisschen was. Ja, mein Gott, Wetter ist doch okay. Ich hoffe, der Blitz haut mir jetzt nicht irgendwie meine Bude da draußen kaputt oder so. So, wenn hier noch was oben drüber ist, dann kannst du jetzt auf jeden Fall nicht mehr runterfallen. Das war zumindest die Idee. Nochmal eine Karton. Ja, moin, wo kommt ihr zwei denn her? Ja, hallo, Freunde. Ich verstehe auch die Hitboxen von den Spinnen immer noch überhaupt nicht. Am besten sollte ich einfach einmal reinstürmen, Fackeln setzen und das Beste hoffen, oder? Die Musik hilft mir übrigens gerade nicht dabei, mich zu überwinden, da einfach mal reinzulaufen. So. Haben wir das jetzt schon mal gemacht? Haben wir jetzt einfach mal gemacht. Ich hatte auch schon bessere Tage gesehen, aber jetzt haben wir hier noch eine Fackel dran. Alle hier um die Ecke, wa? Nee, auch nicht. Doch. Mistvieh. Noch eine Fackel und noch eine Fackel. Gott sei Dank, nur ist es vorbei mit der Übeltäterei.
muss ein bisschen auf mein Schwert aufpassen. Wisst ihr, von allem habe ich Ersatz mitgenommen, nur vom Schwert nicht. Herzlich willkommen mit Let's Plays. Mit Kerge, dem Held vom Feld. So, machen wir das mal. Noch ein bisschen Eisen hier drüber. So, Rotten Flesh brauche ich jetzt nicht unbedingt. Stattdessen hätte ich ganz gerne meine Mampfe zurück. Habe ich sogar, okay. Die Spinnen doch ganz genau hier gerade gesehen. Ich weiß, dass du da bist, mein Freund. Ich habe keine Angst vor dir. Na, vielleicht ein bisschen. So. Schnell gegen die Vergiftung angehen. Aber wir machen wenigstens ein paar Level auf die Weise. Also das ist auch ganz gut. Wenn hier jetzt gleich einmal alles ausgeleuchtet wäre. Du sneakiger kleiner Bastard, du. Dann dürfte ja gleich eigentlich nichts mehr nachspawnen. Und dann wären wir hier prinzipiell in erster Linie mal so was Ähnliches wie safe, ne? Das zu dem Thema. Bist du gerade nachgespawnt oder? Oh. Oh. Das sind also die Viecher, die ich überall noch gehört habe. Alles klar, gut. Schnell gegenhealen, schnell gegenhealen. Das sind echt gefährliche Situationen. Gut, außer man hätte jetzt eine komplette Diamantrüstung und alles verzaubert und so, dann sähe das natürlich auch alles wieder etwas entspannter aus, ist schon klar. Aber da habe ich halt alles nicht. Was will ich eigentlich mit dem Zaun hier? Nehme ich lieber die Strings mit. Jawohl. Noch so ein Hinterhältiger hier. Diese Mistviecher, diese Mistigen. Nur du hast es mit dem Verstecken noch nicht so raus. Ich könnte mich jetzt hier so ein bisschen anschleichen. Klar, das dazu. Jetzt erstmal wieder gegenhealen. Aber ich glaube, ich höre gerade keine Spinnen mehr. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Okay, jetzt mal umgedreht überlegt. Kann man aus dem Spinnenspawner eigentlich einen gescheiten XP-Grinder machen? Haben wir da Möglichkeiten? Müsste doch eigentlich gehen, ne? Eine neue Schlucht, die noch nicht mal richtig geladen ist. Und in der ich natürlich in erster Linie mal keine Diamanten finde, klar. Warum auch? Wäre ja nur einfach. Ja, hallo, mein Freund. Hier geht aber auch zu gut, oder? Ella Badge, na 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 na. Ich hasse Creeper. Ich hasse Creeper. Ich hasse Creeper. Das da drüben, kann das eventuell einfach Wasser sein? Wasser, was mit dem Shader hier Schwierigkeiten macht? Oder sind das wirklich noch ungeladene Chunks da hinten? Können wir vielleicht mal gerade rausfinden. Wow. Ja, moin. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Da war der Pfeil gerade. Oh, wie gemein. Schießt gleich wieder. Da gucke ich noch auf den Creeper drauf. Sehe es ganz genau. Außerdem höre ich Lava. Nur zur Absicherung. Da sehe ich ihn doch. Der Drecksack.
Habe ich nie jetzt gehört. Ein Zombie? Ist das ein Zombie-Villager? Wahrscheinlich, ne? Ah, ich kann auch gar nicht essen. Ach, Mist. Na gut, gleich. Gleich können wir wieder. Welcher Höhe sind wir hier? Ich gucke nochmal gerade nach. 24 ist eigentlich zu hoch. Das wäre wahrscheinlich das Sinnvollste, da runter zu gehen, ne? Gerade den Enderman gehört. Ja, moin, natürlich. Krieg ich den überhaupt von der Hitbox her? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ah, doch. Na, doch keinen Bock auf Bumm machen. Schade eigentlich. Da drüben ist ja auch unser Hobbyschütze. So, die Fackel mal gerade hier zusammenfassen. Ja, moin, da ist er ja schon. Na, komm doch hier rein, wenn du dich traust. Der traut sich sogar. Na, 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 na? Na komm, probier's nochmal. Jawohl. Noch ein, noch ein, noch ein? Na, der liegt jetzt nur zu Füßen. Jawohl. Sogar bis hier runter. Na komm, das Spiel können wir noch ein bisschen spielen. Ach komm hier. So. Für den Enderman, aber solange ich nicht angucke, ist alles tutti. Ah, jetzt hat hier anscheinend die Welt alles geladen, was zu laden war. Gold sehe ich, aber natürlich keine Diamanten. Na, wisst ihr was? Ich denke mal, dann werden wir wohl doch demnächst mal eine Strip-Mining-Runde angehen. Ja, hallo, mein Freund. Ich gucke sie nicht direkt an. Ich ignoriere sie geradezu. Das ist zwar unhöflich, aber so wird's nun mal gemacht. Oh Gott, ich dachte schon. Gott, ich dachte schon. Oh, moin. Okay, das wäre wirklich böse gewesen, wenn ich da jetzt reingefallen wäre. Das sollte ich vielleicht lieber vermeiden. Ja. Ich würde, glaube ich, sogar so weit gehen, dass ich diese Session hier, welch ekelhafter Klang gerade, dass ich diese Session hier jetzt einfach mal für gescheitert erkläre und zusehe, dass ich wieder an die Oberfläche komme, damit wir zum Folgenende kommen, weil ich nämlich auch nicht mehr ewig aufnehmen kann. Ja, moin. Ja, moin! Was geht denn hier? Was geht denn hier bei euch für eine Party? Was ist das bitte für ein Sound? Ah, die greifen sich gegenseitig an. Das ist schon mal gut. Dann kann ich mal gerade ganz kurz das Lied wechseln. Was zur Hölle? So, ihr Lieben. Meine Herren, Duellanten, es geht aber gefälligst nur unter die Gürtellinie, dass wir uns da nur schon mal verstehen. Der Enderman hat auch was abbekommen, hat aber keine Agro auf uns jetzt, das ist schon mal gut. Alter, was geht denn hier noch alles? Die Kollegen kann man, glaube ich, irgendwie wieder in Villager zurückverwandeln. Aber ich wüsste jetzt ad hoc nicht wie. Ich glaube, das hat irgendwas mit Brewing zu tun. Was machen denn die ganzen Endermen hier? Ganz viel Eisen hier. Noch mehr Eisen, bisschen Lava.
Das ist schon eine echt beeindruckende Höhle hier eigentlich. Aber leider auch wieder eine sehr diamantlose. Das gibt mir zu denken und macht mir zu schaffen. Oder kurz gesagt, ich finde es nicht gut. Eisenerzfront sagt, da geht noch was. Dann nehme ich davon halt noch ein bisschen was mit. Nee, komm, dann werden wir im nächsten Mal unseren ersten Strip-Mining-Schacht aufmachen. Und dann da ordentliche Mengen Diamanten rausschürfen. Ich bin sicher, es wird großartig. Und hier unten haben wir jetzt einen Spawner. Einen Spinnenspawner, einen Ekelspinnenspawner. Warte mal. Diese scheiß Höhlenspinnen, die sind ja viel zu klein, um sie wirklich festzusetzen. Wenn man da vielleicht irgendwie was mit einem Slab macht oder so, bringt das was? Ja, langsam geht uns auch die Nahrung aus, also komm. Machen wir Rückzug, wa? Machen wir Rückzug. Ist, glaube ich, sinnvoll. Preisfrage ist A, wo ist Rückzug? Und B, wie kommen wir hinterher wieder hierher? Mit der fast Laune, mich zur Abwechslung einfach mal gerade hoch zu. Aham. Na, da schauen wir mal. Einfach nur so ein paar Meter. Das sieht fast aus wie die Treppe eines Minenschachts. Ist es aber, glaube ich, eher nicht, ne? Nee, es endet hier einfach. Na komm, wir finden den Rückweg auch so. Und ob ich wieder hierher finde, ist, denke ich mal, relativ irrelevant, denn viel hat es jetzt tatsächlich nicht gebracht. Kohle. Ein bisschen was kann ich noch mitnehmen, alles klar. Also bis der Stack voll ist. Eisen kann ich auch noch ein bisschen was mitnehmen. Diamanten wären halt ganz cool gewesen, aber... Ganz ehrlich, wenn ich jetzt, dann später. Dann ist es halt so. Wir sind ja eh auch noch mit den anderen Sachen, mit der Farm und so weiter noch nicht fertig. Apropos, wir haben uns gar nicht mal so weit wegbewegt, glaube ich. Also, es könnte sogar sein, es könnte vielleicht eventuell sogar sein, dass die Farm oben aktiv war und wir vielleicht sogar die ersten fertigen Rinder schon haben. Das geht hier mal weiter und weiter und weiter. Schon wieder Minenschächte. Wollt mich doch hart verarschen. Da ist Redstone noch im Boden. Hier ist noch ein Lavabecken. Hier fließt noch ein bisschen Lava raus aus dem Berg. Enderman. Enderman macht, was immer ein Enderman macht. Ja, moin, Kumpel. Das sieht nach dem Weg aus, an dem wir schon mal waren. Und das hier ist der Spawner. Deshalb ist das hier ein Weg, wo wir schon mal waren. Haben wir noch irgendeine andere Verbindung? Nee, da hinten ist auch nur Düsternis, unendliche Düsternis. Und Renderingfehler, Schattenfehler. Naja. Hier ist soweit sonst nichts mehr. Gut. Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Und da habe ich im Moment mal gerade gar nichts gegen. Und trotzdem bin ich zu neugierig und muss mal gerade nachschauen.
Klingt nach einer verdammt großen Menge hier. Jetzt entferne ich mich anscheinend schon wieder. Ich versuche gerade so ein bisschen darauf zu achten, wie die Geräusche sind. Dann bekomme ich Zweifel, dass nach oben bauen der richtige Weg war. Die ganzen Cobblestones schon nicht mehr mit. Gar keinen Platz mehr dafür. Das Ding wollte ich eigentlich auch zu Hause lassen. Mist. Ohne Witz, das klingt nach so vielen, dass hier ohne weiteres ein Spawner sein könnte. Vor uns bzw. rechts von uns. Außer ich hätte meinen Kopfhörer falsch rum auf, aber ich glaube nicht. Wow. Ach so. Nur Gravel. Gott, ich dachte schon. Gut, das dazu. Lol. Okay. Das war mein Weg von gerade. Mal gucken, ob ich da so... Nee. Wo sind die? Aha. Aha. Aber ein Zombie macht noch keinen Spawner und ein Zombie macht auch nicht die Geräuschkulisse, die wir hier gerade haben. Dann wieder ein neuer Bereich, aber da hinten ist eine Fackel. Also eher nur so relativ neu, die ganze Geschichte. Da hinten sind auch schon Fackeln, da waren wir also auch schon mal. Das hieß dann also, dass hier in der anderen Richtung... Also hier so irgendwo die Party gehen müsste. Das sieht dunkel aus hier. Klingt so nah jedes Mal. Hallo? Waren das jetzt alle? Da hinten ist eine Fackel. Da ist ein bisschen Gold. Direkt hier an der Fackel, alles klar. Das heißt, hier ist nicht richtig ausgeleuchtet. Na gut, okay, dann sind wir hier auf jeden Fall wieder auf alten Pfaden. Das ist vermutlich auch nicht ganz das Schlechteste. Einziger Nachteil ist... Ja. Wir gehen die Fackeln aus. Nee, einziger Nachteil ist, ich habe hier zwar überall Fackeln am Boden, um zu sehen, wo ich schon war, aber ich weiß davon nicht, aus welcher Richtung ich kam. Das ist ein bisschen doof.
gibt ja Leute, die sprechen immer davon, setz alle Fackeln immer auf die linke Seite, immer auf die linke Seite. Dann weißt du, wenn du den auf der rechten Seite folgst, wo du hinkommst. Mag prinzipiell auch eine gute Idee sein, aber naja. Offensichtlich habe ich es ja nicht gemacht, ne? Wenn ich mir das hier so ansehe. Ich denke mal, wir müssten hier auf einem ganz guten Weg sein, um rauszukommen. Außerdem kriegt die Folge auch schon wieder ein bisschen überlänger, also durch mein Umherirren entgeht euch ja auch nichts. Umgeht euch ja auch nichts. Hier stand ich eben auch schon mal. Was für eine schöne... Ich hab dich doch genau gesehen, Kumpel. Ich hab dich doch ganz genau gesehen. Hier waren wir eben auch schon mal. Tut das denn Not? Hat der das hier alles hochjagt? Nein, nein, ja. So, das ist außerdem noch der ganze Geschiss, den der Creeper gerade hochgejagt hat, dann war es alles hier zusammen. Ist ja vielleicht auch nicht das Schlechteste. So, hier komme ich jetzt in ein anderes Höhlensystem. Das ich auch irgendwann schon mal ausgeleuchtet habe. Wo ich aber auch nicht weiß, ob ich eventuell von hier kam oder nicht. Mehr Eisen in der Wand. Mehr Dunkelheit nach hier unten. Das gefällt mir eigentlich schon mal alles gar nicht. Laufe ich mal hier den Gang entlang. Wobei, eigentlich würde ja... der Erhöhung zu folgen mehr Sinn ergeben, ne? Hab da gerade ein Skelett gehört. Das soll mich jetzt aber wirklich nicht mehr interessieren. Hallo? Hallo, einen schönen guten Tag. Trägst du deinen Kumpel spazieren? Das ist ja sehr interessant. So viele noch nicht ausgeleuchtete Gänge hier. Was zur Hölle? Und ich will doch gerade gar nicht mehr erkunden. Ich glaube, ich bin hier gerade ein bisschen im Kreis gelaufen. Ja, hier waren wir eben schon mal. Das hat's ja mal richtig gebracht. Gut, dann war das also auch der falsche Weg. Dann laufe ich jetzt mal... Tja. Hier entlang, glaube ich. Das hier könnte gut sein. Ich meine, der dunkle Gang wird ja wohl nicht der richtige sein. Ich denke mal, darauf können wir uns einigen. Hier geht's hoch. Hoch ist gut, hoch ist gut. Außer natürlich oben ist nichts. Dann ist das nicht so gut. Gut, okay, dann laufe ich mal hier weiter. Hier sind viele Fackeln gesetzt. Das heißt, die hatte ich wahrscheinlich noch mehr. Das heißt, von hier werde ich eventuell gekommen sein. Das ist jetzt einfach mal so meine Logik. Die stelle ich jetzt so in den Raum und ich hoffe, dass sie stimmt. Hm... Gut, das dazu. Mein Gott, ich will mich jetzt auch nicht hier unten ausloggen. Dann das nächste Mal, naja. Nächste Session dann hier unten drin starten. Das ist irgendwie auch doof. Ja, hier war ich eben schon mal drin. Bin darauf, hätte ich ja mal drauf geachtet, wa? Das sieht gut aus. Von hier sind wir gekommen. Hier. Hier. Hier muss ich durch. Und wie es dann weitergeht, weiß ich nicht. Ob ich hier weiter geradeaus... Hier ist zum Beispiel noch ein dunkler Gang. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jawohl, da haben wir es geschafft. Ja, moin. Habe ich schon mal gesagt, dass wir noch ein paar XP brauchen? Ich glaube, die haben das gehört. Na gut, wie auch immer. Damit sind wir raus aus der Nummer. Diamanten 0. Hat es insofern überhaupt nicht gebracht, aber dafür viele andere Ressourcen. Das ist nicht schlecht.
Und außerdem haben wir da unten einen Spinnenspawner, mit dem ich noch nicht wirklich weiß, ob ich was damit anfangen kann. Müssen wir mal schauen. Das Problem ist halt, dass die Viecher nur einen Block hoch sind, nur einen Block breit sind und da quasi überall durchkommen, ne? Kann man vielleicht blocken, wenn man einen Slab unten drunter baut oder so. Und dann da durchschlagen, irgendwie sowas in der Art. Ich wechsle mal gerade nochmal die Playlist. Geht's nur noch um die letzten 1-2 Minuten, aber das soll's mir wert sein. Eine Sekunde bitte. Hier steht Höhle, dann muss ich hier eins zurück und dann nehme ich mir hier... Ach komm, nehmen wir einfach mal das hier. Ah, das hat doch was, ne? Sowas kann man doch mal nehmen. So, dann räume ich jetzt gerade mein Inventar auf. Das Schild war ja, glaube ich, hier drin. Also muss ich natürlich erstmal hier aus der Hand nehmen. Da ist der Schild. Warte mal, die Strings können mit. Wie viele Strings haben wir eigentlich inzwischen? 2,5 Stacks. Knappe 2,5 Stacks. Gar nicht schlecht. Die Knochen kommen hier rein. Die Spinnenaugen kommen hier rein. Rotten Flesh kommt hier rein. Das kann man ja alles noch für, sag schnell, für Brewing Stands, für die Alchemie-Geschichte da gebrauchen. Wo habe ich die Bücher? Habe ich sowas auch hier irgendwo mit drin? Ne, die sind hier hinten bei den Werkzeugen und so. Genau, hier. Death Strider haben wir. Dann haben wir Frostwalker und Punch. Ist ja ganz nett. Die ganzen Materialien, die stopfe ich einfach direkt mal schon mal hier rein. Also ich kann es nicht wirklich lesen, aber hier steht Brennstoff. Das heißt, hier kommen die Kohlen rein. Mache ich mal einen Stack drauf. Ein bisschen was können wir auch reinlagern. Und das heißt, hier oben und hier in der richtigen Truhe, jawohl. Hier kommen dann also Eisenerz rein und Golderz. Und kommen die Steine, schmeiße ich auch direkt hinterher. Genauso passt das. Dann noch das Holz. Kommt hier rein. Die Rails, die hatte ich hier in einem extra Bergbaubereich. Genau. Apropos Bergbau, da kommt dieses Zeug jetzt noch. Nee, Redstone nicht. Redstone landet hier. So, und der Flint. Habe ich sowas hier beim Bergbau? Jawohl. 16 Flint. Federn haben wir bald auch genug durch die Hühnerfarm. So, und die Kohlen, die ich eben nicht da hinten reingeschmissen habe in den Supersmelter, die kann ich jetzt gerade hier nochmal eben verwenden. Komm, einfach in Vorbereitung auf kommende Folgen. Das wollte ich so eigentlich nicht. Machen wir es mal gerade so. Genau. Zack, zack, da kommt jetzt einiges bei rum. Wunderbar. Und die Reste, die landen dann hier. Werden ja auch bei Zeiten dann verwertet irgendwann, ne? Den könnte ich eigentlich mal gerade halten. Die angeschlagenen Spitzhacken, die können eigentlich... Ja, was sowas angeht, da müsste ich eigentlich auch mal... Ja, was auch immer. Fasse ich die einfach mal gerade alle zusammen. So, wunderbar. Die beiden Äxte könnte ich eigentlich auch mal gerade zusammenfassen. So. Na, da oben. Die drei Teile hier ebenso. Ich meine, im Prinzip könnte ich auch einfach nutzen, bis auseinanderfallen. Da tut sich ja nicht viel. Aber so ist mir einfach lieber. Ja, alles andere. Ja, wobei, der Helm hat auch schon einiges abbekommen. Und ja, ich habe immer noch die dumme Weihnachtsmütze auf. Das sollte ich auch mal ändern. Ja, so sind wir wieder einigermaßen ausgerüstet. Genau. Ein paar Brote könnte ich noch mitnehmen. Und ein paar weitere Brote könnte ich eigentlich auch machen. Wir haben nicht mehr allzu viel Futter hier, ne? Schauen wir mal gerade nochmal hier im Supersmelter. Hatte ich eigentlich noch was durchlaufen lassen? Jawohl, jawohl, jawohl. Okay, da haben wir noch ein paar Fressalien. Wunderbar. Sehr gut, sehr gut. Würde ich also sagen, das Zeug hier... Na, wobei, sowas hat hier eigentlich hier unten drin. Fertige Nahrung kann dann hier unten in die Truhe. Und hier, gut, Karotten und Äpfel kann man auch so futtern.
Ja, die Sortierung hat noch so ein bisschen ihre Unstimmigkeiten. Aber im Prinzip denke ich mir, ist das schon alles ganz ordentlich. Das Eisen, das läuft hier gerade alles durch, wunderbar. Hier oben ist es schon durchgelaufen. Und hier warten jetzt einige Kohlen darauf, verwendet zu werden. Und kann ich den Ofen anklicken? Jawohl. Ja, hier ist noch ein bisschen Eisen. Hier auch. Und komme ich da hinten dran an die Hopper? Genau, da warten jetzt noch diese Items darauf, später hier in den Ofen nachzurutschen. Und auch gebrannt zu werden. Das passiert dann alles automatisch, während wir uns um irgendwelche anderen Dinge kümmern. Das ist doch gut. Gut, alles klar. Dann stelle ich mich mal wieder hier an den Basispunkt unserer Operation mit Blick aufs Dorf. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, die dezente Überlänge, aus der ich im Prinzip zwei Folgen machen könnte, stört nicht weiter. Ich hoffe, das geht klar. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, wo wir eventuell, die Musik kommt mir gerade unheimlich laut vor irgendwie, wo wir dann gegebenenfalls eine Runde Strip minen werden. In der Hoffnung, Diamanten zu finden. Naja, ich bin eigentlich ganz guter Dinge. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, euer Kerge.